Heute geht es mal darum. Dieses Rezept eignet sich sehr gut, wenn man mal wieder überhaupt keinen Bock hat zu kochen und einfach nur mal schnelles, leckeres zu essen haben will. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Kräuterbutter. Jetzt noch Salz und Pfeffer hinzu. Und für die Kräutervariante nehme ich jetzt Petersilie und Schnittlauch, die ich sowieso im Frost habe. Beim Brot habt ihr freie Auswahl, was ihr nehmen wollt. Ich habe jetzt hier so ein, was ist das, Landbrot. Ihr könnt aber auch ein Baguette nehmen. Ihr könnt auch ein Ciabatta-Brot nehmen. Was auch immer. Nehmt das, worauf ihr Bock habt. Und ich mache zwei Varianten. Und zwar mache ich einmal mit eine vegetarische Variante mit Tomate, Mozzarella für unsere ganzen vegetarischen Freunde da draußen. Und ich mache noch eine mit Roast Beef und genau und auch Mozzarella. Ja, und jetzt das Ganze nur noch im Backofen schieben bei 180 Grad rum, 10, 20 Minuten. Wir schauen gleich mal. Ich mache das in der Heißluftfritteuse. Ist ja auch ein Backofen. Variiert dann für euch dann immer ein bisschen, also je nachdem, welchen Backofen oder welche Heißluftfritteuse ihr macht. Also rein damit. So, die vegetarische Variante. Hundertachtzig Grad, nur 10 Minuten. Und da die heiße Fritteuse natürlich schon vorgeglüht war, hat das hier nur 8 Minuten gedauert. Die einfachsten Dinge, die geilsten. Und das waren natürlich nur zwei Beispiele von, keine Ahnung, tausend möglichen Varianten, die ihr da drauf machen könnt, von Gouda über Mozzarella bis hin zu, was ich, Salami, Thunfisch, Chorizo, alles, was da nur das Herz begehrt, beziehungsweise worauf man Bock hat. Also, super schnell gemacht und ja, bei so Riesendingern zweimal eben angeschmissen. Oder halt eben den Backofen, wenn ihr beide gleichzeitig essen wollt. Wenn eine nicht 8 Minuten warten kann. Und ihr kennt das. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dann schon wieder. Bis dahin und tschüss, tschüss. Mehr Crunch geht nicht.